Ja, herzlich willkommen zu 15 Minuten Wirtschaftspsychologie, heute in einem etwas abgewandelten Design. Sie sehen, wir haben kein Video gedreht, wir haben kein Studio. Das hat einfach damit zu tun, dass wir in Zeiten von Corona nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um solche Videos herzustellen. Und wir haben uns gedacht, bevor wir jetzt gar keine Beiträge mehr veröffentlichen in den nächsten Wochen, probieren wir es doch mal mit einer abgespeckten Variante. Sie sehen also jetzt einfach nur eine PowerPoint-Präsentation, die ich kommentieren werde. Wir haben heute ein Thema, das eng verbunden ist mit der Corona-Krise. Es geht um Hamsterkäufe, genauer gesagt um die Frage, warum gibt es eigentlich Hamsterkäufe? Worum geht es? Sie alle haben in den letzten Wochen sicherlich mehrfach erlebt, dass Sie im Supermarkt bestimmte Produkte nicht einkaufen konnten. Also zum Beispiel Brotmischung, Mehl, Nudeln, Toilettenpapier oder Ähnliches. Das wird momentan massenhaft gekauft, nicht um es wirklich zu konsumieren, sondern um es zu Hause auf Halde zu legen. Das heißt, man hamstert, man schafft sich einen Vorrat für die Zukunft. Und die Frage ist, warum machen das so viele Menschen? Warum ist das nicht nach 2, 3 Tagen vorbei? Es gibt verschiedene Erklärungen, die man heranziehen kann. Ich habe Ihnen mal 2 Erklärungen mitgebracht. Die erste Erklärung läuft über die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse. Das ist eine sehr einflussreiche Theorie, die im letzten Jahrhundert von Leon Festinger formuliert wurde. Leon Festinger ist ein einflussreicher Sozialpsychologe gewesen, der 2 wichtige Theorien formuliert hat. Einmal die Theorie der kognitiven Dissonanz und zum Zweiten die Theorie der sozialen Vergleichsprozesse. In der Theorie der sozialen Vergleichsprozesse geht er zunächst einmal davon aus, dass jeder von uns bestimmte Einstellungen hat, also bestimmte Überzeugungen in sich trägt. Das können politische Überzeugungen sein, weltanschauliche Überzeugungen sein oder auch einfach Einstellungen zu Alltagsdingen. Und wir haben ein bestimmtes Verhalten, das wir zeigen, zum Beispiel ein bestimmtes Leistungsverhalten in der Schule, aber auch ein Alltagsverhalten beim Einkaufen, beim Freizeitverhalten oder Ähnliches. Und Festinger geht jetzt davon aus, dass Menschen immer gerne das Gefühl haben wollen, dass sie richtig liegen, dass sie also richtige Einstellungen haben, dass ihr Verhalten angemessen ist. Das nennt er Validierung. Und es gibt jetzt verschiedene Möglichkeiten, zu dem Schluss zu kommen, ist mein Verhalten richtig oder falsch? Sind meine Einstellungen richtig oder falsch? Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, mein Verhalten und meine Einstellung zu validieren. Konkret werden 2 Möglichkeiten unterschieden. Einmal die Validierung über objektive Kriterien und die Validierung über den sozialen Vergleich. Objektive Kriterien würde bedeuten, ich suche nach möglichst wasserdichten Punkten, die mir sagen, ist mein Verhalten oder meine Einstellung richtig. Beispielsweise könnten Sie die Überzeugung haben, dass der letzte Sommer viel wärmer war als die Sommer zuvor, und das können Sie darüber validieren, dass Sie sich Statistiken im Internet suchen. Sie könnten zurückgreifen auf Forschungsergebnisse oder manchmal kann man auch etwas ausprobieren, um es zu validieren. Wenn Sie beispielsweise die Überzeugung haben, es wäre besonders sinnvoll, montags morgens in den Supermarkt zu gehen, um Toilettenpapier zu kaufen, dann können Sie es ja einfach mal an 2, 3 Tagen ausprobieren, zu verschiedenen Uhrzeiten in den Supermarkt gehen, und dann würden Sie damit Ihre Einstellung validieren. Sie stellen fest, es ist richtig, oder Sie stellen fest, es ist falsch, man sollte lieber zu einer anderen Uhrzeit gehen. Eine 2. Möglichkeit ist der soziale Vergleich. Hier schaue ich einfach, was machen denn andere Menschen in meiner Umgebung? Welches Verhalten zeigen sie? Welche Einstellung haben sie? Und ich gehe dann davon aus, wenn meine Einstellung nah dran ist an der Einstellung vieler anderer Menschen, dass es sich um eine richtige Einstellung handelt, oder wenn mein Verhalten dem Verhalten vieler Menschen entspricht, dass es offensichtlich ein richtiges Verhalten sein soll. Festinger ist ursprünglich davon ausgegangen, dass wir objektive Kriterien bevorzugen, dass wir also immer erst nach objektiven Kriterien suchen, bevor wir, wenn es keine objektiven Kriterien gibt, zum sozialen Vergleich schreiten. Die Forschung zeigt das Gegenteil. Die Forschung zeigt, dass wir eigentlich immer die sozialen Vergleiche bevorzugen oder zumindest doch meistens die sozialen Vergleiche bevorzugen. Das hat sicherlich etwas damit zu tun, dass die Validierung über soziale Vergleiche viel einfacher ist. Also ich muss ja einfach nur in meine
meiner Umgebung schauen, was machen die anderen, ich muss andere Leute fragen und das ist sozusagen niederschwelliger, macht weniger Arbeit, als wenn ich jetzt nach irgendwelchen möglichst objektiven Kriterien suchen würde. Die Frage ist, wie gehen wir mit Diskrepanzen um? Festinger sagt ja, wir wollen unsere Meinung oder unser Verhalten validieren. Das bedeutet, ich möchte das Gefühl haben, dass ich mich richtig verhalte. Und wenn ich jetzt sehe, ich verhalte mich ganz anders als andere Menschen, ist es zunächst einmal ein unangenehmer Zustand, weil er mir suggeriert, ich verhalte mich falsch. Wenn viele Leute sich anders verhalten als ich, gehe ich der Tendenz nach erstmal davon aus, dass ich vielleicht das Problem bin und nicht die anderen. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ich verändere mich. Ich stelle also fest, dass es in einem Verhalten oder in einer Einstellung eine mehr oder minder große Diskrepanz gibt zwischen mir und anderen und ich verändere mein Verhalten. Ich rücke sozusagen näher an die anderen heran. Ich übernehme das Verhalten der anderen oder ich übernehme ihre Einstellung. Natürlich gibt es auch noch eine zweite Möglichkeit. Wenn ich diese Diskrepanz feststelle zwischen mir und anderen, könnte ich natürlich auch versuchen, die anderen zu bewegen, sich zu verändern. Ich könnte also versuchen, sie dazu zu bringen, ihre Einstellung, ihr Verhalten zu verändern. Das wird aber relativ schwer sein. Die erste Variante ist auch im Sinne von Festinger eigentlich die bevorzugte Variante, weil es viel einfacher ist, mich zu verändern, als viele andere Menschen zu verändern. Ja, wie können wir jetzt diese Theorie übertragen auf das Phänomen der Hamsterkäufe? Ich habe mal versucht, das hier grafisch darzustellen. Wir haben in der Senkrechten abgebildet die Diskrepanz zwischen mir und dem Verhalten von anderen Menschen. Und wir schauen uns jetzt an, wie verändert sich das über die Zeit hinweg. Am Anfang der Corona-Krise, als wir sahen, es gibt die ersten Hamsterkäufe, sind sie vielleicht in den Supermarkt gegangen und haben zum ersten Mal in ihrem Leben festgestellt, dass es bestimmte Produkte nicht gab. Und das haben sie nicht nur an dem einen Tag festgestellt, sondern auch in den darauffolgenden Tagen. Und am Anfang führt das vielleicht noch nicht dazu, dass sie ihr Verhalten verändern, sondern sie haben sich gesagt, komisches Verhalten, die werden sich schon beruhigen, das ist doch alles irrational. Je weiter aber die Zeit voranschreitet und je länger sie sehen, dass die Hamsterverkäufe gar nicht zurückgehen, sondern sie auch eine Woche oder 10 Tage, 15 Tage später immer noch Schwierigkeiten haben, bestimmte Produkte zu erwerben, desto mehr fangen sie an, ihr eigenes Verhalten in Frage zu stellen, weil sie sehen, mein Verhalten ist offensichtlich nicht valide. Es weicht ab von dem Verhalten vieler Menschen und eine Möglichkeit, ich kann die anderen ja nicht verändern, wäre, mein Verhalten zu verändern. Ich fange also auch an zu hamstern, am Anfang relativ wenig und vielleicht nach 3 Wochen bin ich ziemlich nah an dem Verhalten der Mehrheit der Menschen dran, zumindest der Mehrheit der Menschen, die ich einschätze und bin selbst im Grunde Bestandteil dieser Lawine geworden. Über die Zeit hinweg werden immer mehr Leute sich dem Verhalten der Hamsterer anschließen und werden dann sozusagen selbst zu einem Teil der Bewegung. Wie könnte man sich das im Verlauf über mehrere Wochen vorstellen? Ich habe mal hier eine hypothetische Kurve aufgezeichnet, die könnte so aussehen. Wir haben eine Phase, in der es exponentiell nach oben geht. Am Anfang gibt es vielleicht nur 2-3% der Einkäufer, die hamstern. Die kaufen aber so viel, dass die Regale leer sind. Und jetzt werden immer mehr Menschen im Sinne des eben gezeigten Prozesses auch dieses Verhalten übernehmen. Und es geht sozusagen lawinenartig weiter. Es kommt zu einem sehr schnellen, sehr starken Anstieg der Hamsterkäufe. Das ist das, was wir vielleicht so in den ersten 10 Tagen erlebt haben. Dann kommen wir in eine Plateauphase. Es wird jetzt nicht mehr schlimmer, aber es wird auch nicht mehr besser. Ich habe auf der einen Seite Aussteiger. Das sind die Leute, die jetzt im Sinne von Festinger eigentlich über objektive Kriterien ihr Verhalten validieren. Das heißt, das sind Menschen, die feststellen, ich habe jetzt 30 Kilo Nudeln zu Hause liegen. Das reicht dann auch irgendwann mal. Damit komme ich bis zum Ende des Jahres aus. Oder ich habe Toilettenpapier für 2 Jahre. Es macht jetzt keinen Sinn, noch weitere Produkte dieser Art zu kaufen. Auf der anderen Seite gibt es aber natürlich auch wieder immer Neueinsteiger in diesen Prozess, also Leute, die bislang ganz wenig gehamstert haben. Und so hält sich quasi das Hamstern die Waage auf einem hohen Plateau und danach wird es irgendwann einmal eine Sättigung geben. Dann sind also auch die Neueinsteiger so weit, dass sie genügend
Produkte zu Hause haben, dass es für Monate reicht und allmählich flacht dann die Kurve ab. Das wird dann eher ein langsames Abflachen geben. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass wir schon in der Phase sind, aber vielleicht in 2, 3 Wochen oder einem Monat, ich weiß es nicht. So könnte man sich das in etwa vorstellen. Konkrete Studien gibt es jetzt nicht dazu. Das ist mal ein Beispiel dafür, wie man ausgehend von einer sehr gut empirisch überprüften Theorie sich ein bestimmtes Verhalten von Menschen erklären kann. Schauen wir uns eine zweite Erklärung an, die läuft über die Theorie der kompensatorischen Kontrolle. Das ist eher eine kleine, weniger einflussreiche Theorie. Die geht davon aus, dass wir Kontrolle über unser Leben haben wollen. Da gibt es viele Theorien, die das annehmen. Man sagt, wenn ein Mensch Kontrolle über sein Leben hat, dann erlebt er das als angenehm. Wenn er hingegen mangelnde Kontrolle hat, dann erlebt er das als unangenehm. Was ist damit gemeint? Wenn wir jetzt beispielsweise an unser Leben in Zeiten von Corona denken, dann wäre ein Beispiel für Kontrolle, dass ich mir aussuchen kann, was ich in meiner Freizeit mache, und zwar frei aussuche. Normalerweise kann ich selbst entscheiden, gehe ich heute ins Kino oder gehe ich nicht ins Kino? Treffe ich mich mit Freunden im Park oder treffe ich mich nicht mit Freunden im Park? Gehe ich in den Supermarkt und kaufe Toilettenpapier? Das sind alles Entscheidungen, die ich normalerweise eigenständig treffen kann und auch umsetzen kann und darüber dann Kontrolle in meinem Leben erlebe. Wir alle befinden uns in einer Phase unseres Lebens, in der man uns im Grunde einen Teil dieser Kontrolle genommen hat. Wir können eben viele Dinge nicht mehr selbst entscheiden. Ich kann nicht mehr entscheiden, ob ich mich mit vielen Freunden im Park treffen möchte, ob ich ins Kino gehe oder ähnliches. Und das ist ein unangenehmer Zustand, gegen den ich irgendetwas machen muss, psychologisch. Und das nennt man in dieser Theorie jetzt Kompensationsstrategien. Ich also versuche, irgendetwas zu tun, damit dieser unangenehme Zustand gemindert wird und ich ihn als angenehmer wieder erlebe. Kann. In der Theorie werden verschiedene Kompensationsstrategien beschrieben. Ich habe mal hier 4 dargestellt. Ich könnte mir zunächst einmal einreden, ich hätte Kontrolle. Das ist also eine Art von Selbsttäuschung, dass ich sage, naja gut, eigentlich gehe ich ja auch gar nicht so gerne ins Kino. Eigentlich treffe ich mich ja auch gar nicht so gerne mit Freunden im Park, weil da ist es ja dann abends auch immer kalt. Also ich suche sozusagen bestimmte Argumente, die mir dabei helfen, mir einzureden, dass ich nach wie vor Kontrolle erlebe, weil das, was ich jetzt nicht mehr machen darf, wollte ich vielleicht auch gar nicht. Eine zweite Strategie besteht darin, dass ich mir vorstelle, es gibt bestimmte Kontrollinstanzen und ich kann wiederum Einfluss nehmen auf die Kontrollinstanzen. Ich habe also Einflüsse, die sind aber sehr indirekt. Also ich denke mir aus, dass diese ganzen Maßnahmen beispielsweise von der Bundesregierung ausgehen und jetzt schreibe ich an Angela Merkel einen Brief und mache ihr Vorschläge, wie man es anders machen kann. De facto nehme ich damit natürlich nicht wirklich Einfluss, aber ich habe das Gefühl, Einfluss genommen zu haben und wieder Kontrolle über mein Leben zu gewinnen. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, ich suche tatsächlich Kontrollmöglichkeiten in meinem Lebensbereich, der jetzt sozusagen von mangelnder Kontrolle bedroht ist. Ich treffe mich beispielsweise jetzt häufiger mit meinen Freunden in der Wohnung. Das kann niemand kontrollieren, das ist zwar auch nicht ganz okay, aber eigentlich ist es nicht so schlimm, wie sich draußen zu treffen, zumindest merkt es keiner. Also dann habe ich wieder Kontrolle hergestellt, ich bin sozusagen in meinem Verhalten etwas variabler und kann in diesem Lebensbereich immer wieder Kontrolle herstellen. Oder aber, und das ist jetzt die Strategie, für die wir uns besonders interessieren, ich verlasse einfach diesen Lebensbereich und gehe in einen anderen Lebensbereich über und schaffe jetzt hier Kontrolle. Das heißt, wenn ich in meinem Freizeitverhalten keine Kontrolle mehr ausüben kann, wenn ich mich nicht mehr beliebig mit Freunden treffen kann, wenn ich nicht beliebig in irgendein Geschäft gehe, um mir hier eine Hose oder ein Hemd zu kaufen, dann suche ich mir andere Lebensbereiche, in denen ich Kontrolle ausüben kann und übe hier vermehrt Kontrolle aus. Das, was in der nachfolgenden Studie untersucht wird, ist ein konsumierendes Verhalten als Beispiel für dieses Verlassen eines Lebensbereiches. Die Idee hieß hier also die, dass wenn ich in bestimmten Lebensbereichen weniger Kontrolle habe, dann konsumiere ich mehr und darüber schaffe ich jetzt Kontrolle. Darüber erklärt man beispielsweise auch, warum manche Menschen jetzt völlig unabhängig von Corona
Corona Produkte horten. Also es gibt ja Menschen, die kaufen beispielsweise im Fernsehen in irgendwelchen Einkaufsshops haufenweise irgendwelche Sachen, die sie nicht mal auspacken, sondern zu Hause einfach in den Schrank legen. Es geht gar nicht darum, das Produkt zu nutzen, sondern es geht darum, das Produkt zu erwerben. Und dadurch würde ich sozusagen Kontrolle in meinem Leben erlangen, zumindest die Suggestion einer bestimmten Kontrolle. Schauen wir uns mal eine konkrete Studie an, in der man das jetzt untersucht hat. Hier startet man mit der Hypothese, dass Kontrollverlust dazu führt, dass ich ein Verhalten zeige in einem bestimmten Lebensbereich, der mir wieder Kontrolle suggeriert. Also das, was wir eben auch in der Theorie gesehen haben. Konkret bezieht man sich hier auf das Einkaufverhalten. Man sagt, wenn Menschen Kontrollverlust erleben, dann ist eine Möglichkeit, Kontrolle zu erlangen, dass sie mehr Produkte einkaufen, weil Einkaufen Kontrolle, den Eindruck von Kontrolle vermittelt. Darüber hinaus gehen sie davon aus, dass man bestimmte Produkte kauft, nämlich nützliche Produkte. Wenn ich also hergehe und beispielsweise jetzt im Supermarkt verstärkt Seife kaufe oder Tempotaschentücher, dann habe ich immer wieder mehrfach am Tag dieses Gefühl von Kontrolle. Ich habe selbst mein Leben im Griff. Wenn ich hingegen eher Luxusprodukte kaufe oder Produkte, die ich eben nur einmal benutze, alle 3 Monate, dann kann ich dieses Gefühl von Kontrolle seltener erleben und deshalb sind die weniger interessant für Menschen, die Kontrolle erzeugen wollen. Wie ist man vorgegangen? Man hat ein Feldexperiment durchgeführt. Und zwar hat man sich vor einen Supermarkt gestellt und hat hier die Menschen gefragt, ob sie Lust hätten, an einer kleinen Studie teilzunehmen. Wenn man an der Studie teilgenommen hat, dann wurde man aufgefordert, zunächst einmal ein paar Sätze zu schreiben zu einer Lebenssituation, in der man entweder Kontrollverlust erlebt hat oder Kontrolle erlebt hat. Das heißt, es geht darum, das Gefühl von Kontrollverlust zu induzieren oder das Gefühl von Kontrolle zu induzieren. Das kann irgendein Lebensbereich sein, irgendwas ganz Beliebiges, also beispielsweise, dass man in der Schulzeit durch eine Klausur durchgefallen ist. Man ist zum Lehrer gegangen und er konnte einem nicht mal erklären, wie er zu seiner Note kommt. Also eine typische Situation eines großen Kontrollverlustes. Ich bitte also die Menschen, so etwas aufzuschreiben, damit sie sozusagen wieder in dieses Gefühl des Kontrollverlustes bzw. der Kontrolle versetzt werden. Dann gehen die in den Supermarkt, kaufen ein und wenn die rauskommen aus dem Supermarkt, schaut man sich einfach an, wie viele Produkte haben die gekauft und welche Produkte haben die gekauft. Hier sehen wir die Ergebnisse dargestellt für die Menge der gekauften Produkte. Wir haben hier auf der linken Seite die Menschen, die also mit dem Gefühl geringer Kontrolle in den Supermarkt reingegangen sind. Und rechts dargestellt haben wir die Menschen, die mit dem Gefühl hoher Kontrolle in den Supermarkt reingegangen sind. Zusätzlich wird jetzt noch unterschieden, welche Produkte werden eingekauft. Ich habe hier die blauen Balken. Das sind die nützlichen Produkte. Das wäre also sowas wie Seife oder Toilettenpapier oder ähnliches. Und ich habe sogenannte hedonistische Produkte. Das sind also solche Produkte, die man jetzt eigentlich nicht braucht und die man auch nur selten verwendet. Das könnte jetzt vielleicht eine ganz teure Tafel Schokolade sein, die man sich dann einmal im Monat oder so gönnt. Was wir zunächst sehen, ist auf der linken Seite, dass zusammengenommen diese beiden Säulen auf ein sehr viel intensiveres Kaufverhalten hindeuten. Also die Leute, die eine geringe Kontrolle erlebt haben, haben insgesamt mehr Produkte im Mittelwert eingekauft als die Menschen, die eine hohe Kontrollüberzeugung hatten, als sie in den Supermarkt reingegangen sind. Das ist zunächst mal in Übereinstimmung mit der Theorie. Die Leute, die eine geringe Kontrollüberzeugung haben, sollten mehr kaufen, weil sie dadurch Kontrolle für sich selbst subjektiv wiederherstellen.
Und zusätzlich sehe ich auch noch, dass es einen Einfluss gibt im Hinblick auf die Art der Produkte. Also Leute, die eine geringe Kontrolle haben, kaufen eher nützliche Produkte, weil die ihnen im Alltag eben weiterhin das Gefühl von Kontrolle suggerieren, während Leute mit einer hohen Kontrollüberzeugung eher solche hedonistischen Produkte kaufen. Das stimmt also mit der Theorie und mit der Hypothese überein. Das ist jetzt nur eine Studie. Die Autoren haben insgesamt 4 Studien durchgeführt, auch in Laborbedingungen, sodass man also die Rahmenbedingungen besser kontrollieren kann. Sie kommen immer zu dem Ergebnis, dass Menschen, die im Zustand des Kontrollverlustes sind, dass die mehr Produkte kaufen, auch bereit sind, mehr Geld beispielsweise für ein und dasselbe Produkt auszugeben, wenn es sich denn um Produkte handelt, die nützlich sind, die mir also im Alltag mehrfach das Gefühl von Kontrolle ermöglichen. Es gibt ein Problem, wenn wir das jetzt übertragen auf die Erklärung von Hamsterkäufen. Wenn wir uns die Situation in Zeiten von Corona anschauen, dann erleben wir alle Kontrollverlust. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich. Und jetzt haben wir aber natürlich ganz viele Möglichkeiten, um in unserem Leben wieder Kontrolle herzustellen. Das Einkaufen ist ja nur eine Variante. Beispielsweise könnte ich Kontrolle auch dadurch erlangen, dass ich jetzt sehr viel mehr mit dem Fahrrad durch die Gegend fahre. Oder dass ich jetzt mal die alten DVDs aus dem Keller heraushole und mir jetzt die komplette Staffel von Harry Potter am Stück anschaue oder ähnliches. Es gibt also viele Möglichkeiten, über mein Verhalten das Gefühl von Kontrolle zu erzeugen, und das Einkaufen und damit auch das Hamstern bestimmter Produkte ist nur eine Möglichkeit. Man kann also sicherlich nicht massenhaft erklären, warum die Leute jetzt ein solches Verhalten zeigen. Ja, kommen wir jetzt zu unserem Fazit. Warum gibt es eigentlich Hamsterkäufe? Wir haben 2 Erklärungen kennengelernt. Zum einen zeigen wir Hamsterverhalten einfach, weil andere Menschen es auch machen. Wir zeigen ein geteiltes Verhalten, ein kollektiv geteiltes Verhalten, und das vermittelt uns schlichtweg Sicherheit. Zum anderen haben wir gesehen, dass wir über Einkaufsverhalten Kontrolle erleben können, und damit kompensieren wir Kontrollverluste in anderen Lebensbereichen. Das sind sicherlich nicht die einzigen Erklärungen, aber 2, wie ich finde, ganz gut nachvollziehbare Erklärungen. Hier habe ich wie immer noch ein bisschen Literatur für diejenigen, die es nachlesen möchten. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass Sie gesund bleiben. Bis demnächst. Dankeschön.